So, nachdem wir das Hotelzimmer mal komplett verdreckt haben, räumen wir gerade wieder auf. Ich haut mal kurz hier durch. Es ist Zeit für die Aufräummusik. Die Aufräummusik. Riding on a pink baby monkey. Backwards on a pig, baby monkey. Hier ist unser Ausblick übrigens. So, wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt von Anaheim nach Venice Beach in L.A. Bis gleich. Jungle, guten Morgen, wünsche ich euch und willkommen hier aus dem Aufzug von unserem neuen Hotel. Wie geht's was essen? Und dann würde ich sagen, Aufzug. Ich bin so dumm. Der hält die ganze Zeit den Aufzug fest, der Sieben. Ja, und gleich ungehalten. Wir sagen uns mal wieder. So, davon ist der Skate Shop. Und ich werde mir jetzt ein Skateboard holen zum Tricksen üben. Und Benny holt erstmal Longboard. Genau. Damit wir auch mal zu Fürth rumcruisen können. Ja. Und dann gucken wir mal, wie es da drin so aussieht. Das ist ja ein ganz kleiner Laden hier am Rand vom Strand. Super geil, habe ich mir letztes Jahr auch schon ein Board geholt. Ich bin gespannt, ob die nice sind. Ja, dann gucken wir uns mal rein. There was a time when I was alone. Nowhere to go and no place to call home. My only friend was the man in the moon. And even sometimes he would go away too. Then one night as I closed my eyes, I saw a shadow flying high. He came to me with the sweetest smile. Told me he wanted to talk for a while. He said, Peter Pan, that's what they call me. I promise that I'll never be lonely. And ever since that day. So, der Verkäufer macht jetzt das Board fertig im Shop und wir sitzen so lange hier schön in die Sonne beim Venice Beach. Mega geil einfach. Ist so geil. In 10 Minuten holen wir das Board ab, dann gucken wir mal, wie es geworden ist. Vielleicht probieren wir heute mal ein paar Tricks aus, aber wir werden die nächsten Tage, also eigentlich können wir alle nicht wirklich was mit dem Skateboard, oder? Hat einer von euch was? Ich habe halt ewig nicht mehr wirklich geskatet und ich kann auch gar nichts mehr. Aber ich denke mal, wenn wir alle ein bisschen was ausprobieren, wird vielleicht ein ganz lustiges Video die Tage. Vielleicht üben wir einfach so lange, wie hier sind, ein bisschen was rum. Und ich denke mal, wenn es dann weitergeht auf die Weltreise, vielleicht nehme ich das Board mit, wenn es klappt. Ansonsten verkaufe ich es hier wieder. Und dann gucken wir einfach mal, ja, wie es weitergeht. So, wir haben jetzt ein bisschen gechillt. Jetzt gucken wir mal, wie weit das Board ist und vielleicht können wir es schon abholen. Das wäre cool. Oh, nice! I want to buy a tool too. Sure. Which color do you like? I think I got green, black, blue. I got different colors here. Ah, cool. I think I took the green one. Okay. Yeah. That's cool. I can write you the name. Oh, can you write? But it's German. Sure. Just, sure. You can just look. Yeah. In itin.com/unge. Just Hunger in Germany. Oh, okay. Yeah, that's just my channel name. Thank you, guys. Yes. Your name is? Simon. Nice to meet you, Ruben. Nice, cool. Yeah, see you later. Maybe all I can. Right. We stay here for over 1 month. Maybe we oh, come. Oh, okay. Maybe we come sometimes. All right, bro. Bye bye. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. In these fast times, chasing lifelines for a lifetime. I've had my heart in the right place at the wrong time with the right girl in another world. Maybe we would be together still. If you hate us and resent that, I don't give a shit, I'll let it spill. So Leute, wir sind hier gerade in Venice Beach an einem Pier. Yo. Der Walle und der Benny ist am Start. Und der andere, das weiß ich gerade nicht. Der hat sich gerade irgendwo hingesetzt. Wahrscheinlich auch das schöne Meer angucken. Da kommt ein Hubschrauber, jetzt hören wir wahrscheinlich gar nichts mehr. Ah, das geht schon noch. Helikopter, Helikopter, Helikopter! Wir sind quasi mitten im Meer, da vorne ist der Strand. Und ja, hier ist das Meer. Ich zeige euch mal kurz, wie es hier aussieht. Entführe ich euch mal mit. Da sind überall die ganzen Möwen.
ist man hier an dem... Oh, hier ist sehr, sehr windig, hier ist sehr windig. Dann ist man hier an dem Meer, wo es nach draußen aufs weite Meer hinausgeht. Und ja, looks nice. Ich denke mal, hier sind auch wahrscheinlich ein paar Obdachlose, die hier einfach angeln. Also, sieht auf jeden Fall so aus. Die haben hier so Einkaufswagen und so. Keine Ahnung, vielleicht sind das Obdachlose, die irgendwo eine Angel herbekommen haben oder so und einfach davon leben, dass die hier Fische fangen. Ich weiß aber auch nicht ganz genau. Keine Ahnung, könnte sein. Sieht ein bisschen so aus. Auf jeden Fall interessant. Hier schäme ich mich nicht so sehr wie in Deutschland mit der Kamera zu reden, weil man versteht nicht genau, was ich sage. Das heißt, hier sind auch Leute um mich rum, aber die verstehen nicht genau, was ich sage. Und da ist die Überwindung irgendwie nicht so groß, hier vor die Kamera zu labern. Mega cooler Tag hier am Beach. Ja, da ist der Anton auch. Da ist der Anton. Wir gehen mal zu Anton. In these fast times, chasing like lines for a lifetime. I've had my heart in the right place at the wrong time with the right girl in another world. Maybe we would be together still. If you hear this and resent that, I don't give a shit, I'll let it spill. I don't give a damn, I'll keep it real. Cause by now I hope you know the drill. I would never lie, young forever, I ain't ever gonna die. Told me grow up and I went and showed them why I could make it. I showed them the power in youth, power in truth. The younger you stay, the closer you are to your roots. That's the reason I do. I can teach you how to hit the skies, rise above them without getting high. But if it help a bit, take a little hit, take a little sip. Put your mind at ease. Swear you got the keys, you can have your dreams. That's up to you, not what others believe. Jeez, I swear that's the part that you're wrong is for me. Cause Alter, das scheiß dran. Hör da nicht lang. Dieser. Du bleibst so voll hängen. Danke, danke. Oh. Dieser Typ hier vergleicht wie Jay-Z und scheiß auf die Blazy. Der Zinger mit Rockstars, genauso wie AC. When I drop into a beat, I detach from the world, view it under my feet. Orbit around my dreams, and there I perceive my reality and what it means. Music is where I can breathe, the world in between. What I am, what I was, what I will be. It's the only place that I feel free, hope you feel me. I am a lost boy from Neverland, usually hanging out with Peter Pan. And when we're bored, we play in the woods, always on the run from Captain Hook. Ja, hi. Wir sitzen gerade am Strand, haben hier noch ein bisschen gechillt. Ich habe auch einen Weg gefunden, wie ich meinen... Ich staub mal gerade. Du hast hier voll dein Ding so... Das sieht nicht so cool aus. Ja, geht jetzt. Jetzt cool. Okay. Wir sind den ganzen Tag jetzt hier in Venice rumgeskatet, das super schöne Wetter genossen. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich Sonnenbrand kriege, weil ich bin ja super anfällig. Habe aber dafür schon hier so eine Mütze, so eine Kapuze drüber gezogen, damit ich nicht verbrenne. Ihr habt ja nicht so Probleme wie ich, oder? Oder nee, verbrennt noch einer? Nee, ich verbrenne auch. Also wir sind, glaube ich, alle ein bisschen weit hier, ne? Aber es geht noch. Ich bin ja ein Ginger ohne Soul und ich verbrenne am schnellsten. Wir sitzen ja am Meer, haben gerade noch was gechillt, ein bisschen gelabert und es war einfach ein super schöner Tag. Morgen werde ich euch auch ein bisschen was zu unserer Reise nach Costa Rica erzählen. Ich starte am 30. und dann sind wir 10 Tage in Costa Rica und da werden wir wahrscheinlich surfen und ja, Costa Rica uns anschauen. Und dazu werde ich euch morgen halt noch mehr erzählen und ich bin einfach überwältigt von den ganzen Eindrücken, die hier sind. Ich bin ultra froh, dass ich mit euch allen teilen kann. Genau wie die anderen Jungs. Mega geil, danke schön, Leute. Die Jungs, die machen alle richtig geile Videos. Viele fragen immer, wer ist denn eigentlich der Benny? Manche haben es mitbekommen, der ist bei der Band Circle of Alchemist. Der hat auch einen Gaming-Kanal, wo er mit Sarazar und Gronkh und den ganzen verrückten Boys auch zockt. Und genau weil der Benny eben nicht so eine Rampensau ist, würde ich mich ultra freuen, wenn ihr heute mal bei Benny vorbeischaut. Dann seht ihr auch mal, wie er so die letzten Tage erlebt hat. Vielleicht lernt ihr ihn besser kennen. Und die anderen beiden Boys haben natürlich auch was Schönes hochgeladen. Schaut auf jeden Fall bei allen vorbei. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde mich riesig freuen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen ich Tag. Ich gebe Daumen nach oben. Du auch? Ich auch. Ich auch. Mein eigenes Video. Abonniere. Yeah. Ich nur bei Benny. Tschüss. Aber warte, ich werde es an. Oh. Warte, mein Engel. Oh Gott, wie konnte ich nur? Wie konnte ich dir das so antun? Was hast du getan? Warte mal. Sarah und Unge in Love. Das passt schon, ich sehe wieder. Wir haben schon ein Thumbnail jetzt. Okay.
Ja. Mit unseren dreckigen Fingernägeln. Genau. Wir haben ziemlich lange und dreckige Fingernägel. Ich habe einen Nagelknipser dabei, dann können die alle Jungs sich auch mal die Fingernägel schneiden. Ciao! Tschüss! Fuck, Leute, jetzt wollte ich noch einen ganz kleinen Tag am Strand drehen. Jetzt sind meine Schuhe klitschenass. Oh, weil gerade nur eine scheiß Welle kam. Nein! Nein! Meine Schuhe sind nass! Ich bin gerade voll in der Welle, hat mich voll überschwemmt. Ich wollte mein Board waschen im Dings. Okay. Einmal so reintunken, den Sand raus und dann fahren wir dann trocknet das hier schnell wieder. Ich glaube, das ist eher kontraproduktiv. Weil Salzwasser wird noch schlimmer sein als Guck mal, wie viel Sand wir hier drin haben. Das ist nicht schlimm. Das kann man einfach mit dem Sprach wischen. Das ist besser als mit dem Wasser. Meinst du? Ja, viel besser. Ich meine, ich weiß es. Lass mal lieber weg.